und Lifestyle wird präsentiert von Original Selters, Mineralwasser aus Selters an der Lahn. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fancy Eat, Drink, Lifestyle. Das sind unsere Themen. Ein Besuch im Precise Resort Bad Saro am Scharmützelsee. Neu, der Makers Mark Club in der Stairs Bar. Radikal regional. Wir testen das Restaurant Fritz am Markt. In unserem ersten Beitrag sind wir im Precise Resort Bad Saro, dem ehemaligen Arosa. Das ehemalige Arosa ist nun das Precise Resort Bad Saro. Nach dem ewigen Hin und Her bezüglich der Frage, was nun mit dem Resort passiert, ist nun seit Juli 2022 passé. Da es auch eines meiner Lieblingsausflugsziele war, bin ich super froh, dass es wieder als Hotel geöffnet ist. Und da bin ich sicher nicht die Einzige. Die faszinierende Seenlandschaft und die stillen Wälder bieten die perfekte Kulisse für eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten für Erwachsene und Kinder. Das Resort verfügt über einen Tennisclub mit modernen Hallenplätzen sowie 6 topgepflegten Außensandplätzen und einer angeschlossenen Yachtakademie mit Stand-Up-Paddles, Leihbooten, Segelkursen und vielem mehr. Der private Strand, der Hotelshop und der Kids Club mit Spielplatz runden das Urlaubsangebot ab. Der Golfclub wartet gleich mit 4 Golfplätzen auf und wir probieren direkt eine Kinderschnuppergolfstunde mit dem Profi aus. Seien Sie versichert, da hat die ganze Familie Spaß. Golf und die schlechten Herbst- und Wintermonate, wie passt das zusammen? Erstens hat mir mal ein leidenschaftlicher Golfspieler gesagt, dass es kein schlechtes Wetter gibt, nur schlechte Kleidung. Außerdem hat Marc Stumpe noch den Tipp des Indoor-Golfs. Ja, im Indoor-Golf-Studio ist quasi, wir bringen quasi die Driving Range oder die Golfplätze bringen wir quasi in einen Raum hinein und haben so die Möglichkeit, auch bei den schlechtesten Temperaturen, bei starkem Regen, bei Minusgraden im Endeffekt im Winter zu trainieren. Mit der Technologie, die nennt sich in dem Fall Trackman, haben wir die Möglichkeit, sämtliche Schläge halt aufzuzeichnen über ein Dopplerradar, über eine Kamera und dementsprechend dann halt bei allen möglichen Temperaturen, alle möglichen Plätze dieser Welt zu spielen. Also ich glaube, es sind mittlerweile bis fast 200 Plätze, die man da spielen kann und natürlich auch trainieren, üben, also kompletten Winter quasi durchtrainieren. Das Resort verfügt über 155 geräumige Zimmer und Suiten, teilweise mit wunderschönem Blick über den Pool auf den Scharmützelsee. Der großzügige Spa auf über 4000 Quadratmetern mit Innen- und Außenpool, verschiedenen Saunen, einem Kinderbecken und einem separaten Erwachsenenpool für Erholungssuchende ermöglicht jedem einen perfekten Urlaub. Im Restaurant Seeblick wird eine bodenständige saisonale Küche in Form eines Buffets serviert. Die Bar mit integriertem Kaminzimmer lädt zum Verweilen ein und an den Wochenenden sowie in den Ferien wird Live-Musik gespielt. Das kulinarische Highlight ist das Haber-Restaurant an der Marina. Der israelische Chef Tal Cohen zelebriert eine frische mediterrane Fusion aus italienischer, nordafrikanischer und südeuropäischer Küche. Hier sitzt man gemütlich und kann sich verwöhnen lassen. So the concept here is Mediterranean because we're sitting on a beautiful, beautiful lake with influence of the Middle East, and I'm taking all the surrounding and putting it on the table. Ach, ich kann es kaum erwarten, dass die Temperaturen steigen, auf der Terrasse vom Haber-Restaurant zu sitzen und mir ein Bötchen auszuleihen. Außerdem haben wir die Stairs Bar in Charlottenburg besucht. Zigarren, Drinks und NFT. Wir hätten es fast verfehlt. Hinter einer verspiegelten Tür versteckt sich die Stairs Bar in der Uhlandstraße 133. Die Speakeasy Bar im Herzen Wilmersdorfs wurde aktuell von Mixology in die Top 5 in der Kategorie Beste Bar Deutschlands aufgenommen. Wir waren zur NFT Release Party zu Gast und was es damit genau auf sich hat, das erklärt uns Inhaber und Bartender Konstantin Henrich. Also wir haben am Anfang überlegt, wie wir das Ganze aufziehen können und haben mit einem Künstler zusammengearbeitet, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten, schon einiges in der Bar umgesetzt haben
Und ja, haben einfach gedacht, wir machen was Neues. Und dieses Bild, was es hier in der Bar gibt, das Original gibt es jetzt sozusagen 100-fach als NFT zu kaufen. Und automatisch ist man im Makers Mark Club. Der beinhaltet vergünstigte Drinks, eine Memberkarte, die übertragbar ist, auch an Freunde, Special-Menü, was dann auch wirklich nur für die Leute sozusagen zur Verfügung steht und ja, Veranstaltungen, VIP-Einladungen etc. Lauschig, schummrig ist es in der Bar. Eine gemütliche, in Braun gehaltene Zigarrenlounge grenzt direkt an die Bar an. Auch ich teste von der exklusiven Maker's Mark Barkarte und lasse mir einen leckeren Whisky Sour mixen. Neben den Drinks hat es uns die Kunst angetan. Patrick Poulet, aka Mr. P aus Schöneberg, ist mit der Berliner Rap- and Graffiti-Kultur aufgewachsen und setzt dies geschickt in seiner Street-Art in Szene. Also bei der nächsten Bartour auch mal die Stairs Bar einplanen. Radikal regional geht es weiter nach Werder an der Havel. Vom Schmarotzer bis zum Mönchsbad, das Fritz am Markt. Wir machen heute einen Ausflug nach Brandenburg in das Restaurant Fritz am Markt. Charmant begrüßt uns Küchenchef Christian Heimer. Ja, hallo erstmal. Wir sind hier im wunderschönen Werder auf der Insel, direkt am Marktplatz. Erster Haus am Platz, sage ich immer. Und wir machen radikal regionales Essen, fahren damit sehr, sehr gut, haben uns hier ein Standing erarbeitet, was seinesgleichen sucht und sind wahnsinnig stolz über das Produkt, was wir haben. Wir haben zusätzlich zu unserem Restaurant auch noch das Mein Werder Hotel, wo wir 8 Zimmer haben, ein Apartment, 2 Studios davon und der Rest klassische Doppelzimmer. Jedes individuell eingerichtet. Thematisch gesehen ist jedes Zimmer an einen Ort in Brandenburg angelehnt. Und das sind wir, Brandenburg, Werder, Werder und Umgebung. Ja. Radikal regional finden wir ziemlich spannend. Und es wird nicht eintönig, denn jeden Monat zum ersten Mittwoch wird hier die Speisekarte gewechselt. Es ist so, dass wir ganz, ganz eng mit unseren Produzenten zusammenarbeiten, die alle in einem Umkreis von 15 Kilometern agieren. Und da ist es so, das, was da ist, das kommt bei uns auf die Speisekarte. Wir haben immer 10 Gerichte, die wechseln auch komplett. Und da ist es so, dass wir einfach mehr als nur Spaß haben. Nicht nur, wie wir die Karte schreiben, wie wir sie gestalten, sondern auch mit unseren Produzenten, weil es einfach ein Geben und Nehmen ist. Der eine hat eine Forelle übrig, bei uns kommt sie auf die Karte. Weil ich sage auch immer, die Karte ist auf Papier gedruckt und nicht in Stein gemeißelt. Deswegen können wir da auch sehr, sehr schnell agieren und reagieren und auch einfach was ändern. Ja. Und wir dürfen nun mit in die Küche und dem Chef über die Schulter schauen. Es wird flambiert, gebraten, gezupft, erklärt und ich darf sogar direkt in der Küche schon probieren. Auf dem wunderbar angerichteten Teller wartet flambierter Lauch, Senfkörner, Gerste und Honiggurke aus dem Spreewald. Einige regionale Zutaten waren mir komplett neu. Eingebrannt hat sich bei mir der Begriff Schmarotzer, gemeint war aber Knollenziest. Erfrischend knackig war mir bis dato unbekannt. Diniert wird hier im geselligen Sharing-Style. So kann jeder mal kosten. Topinambur, Berberitze, Mönchsbad, Forelle vom Fischer Kühn am Plessower See, Sellerie, Birne, Fichte, Brot von Müsellers aus Potsdam, wunderbare Komponenten aus der Region zu einem Festmahl kombiniert. Auf der Weinkarte wurde sich zunächst auf Deutschland spezialisiert. Doch jetzt wird sich auch hier mehr und mehr auf Brandenburg konzentriert. Von Werder bis zur Lausitz findet man eigentlich alles. Lokal geht's auch bei den Drinks weiter. Gastgeber Marc kreiert mit regionalen Spirituosen coole Drinks. Christian Heimer beschreibt einen Abend im Fritz am Markt wie folgt. Ja, anders. Erstmal anders als man denkt. Zum einen
Man kommt hier rein, wird von Marc begrüßt, der eine Aura hat und immer schon eine gute Laune. Und man wird platziert, entspannte Musik. Und dann ist es bei uns so, dass wir diese Menüfolge komplett aufgebrochen haben und bei uns wird Essen anders serviert. Und das heißt, man bestellt nicht für sich selbst, sondern immer für den Tisch. Und es ist so, dass wir empfehlen, wenn man zu zweit kommt, drei Gerichte zu wählen, sich die in die Mitte zu stellen, essen, worauf man Lust hat, die Sachen auch zu kombinieren und anschließend entweder noch was nachzubestellen oder einfach nochmal wiederkommen, um den Rest der Karte zu probieren. Ja. Wir kommen wieder und zwar bei Sonnenschein auf der Terrasse. Versprochen. Nun sind wir schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Fancy Eat Drink Lifestyle. Machen Sie es gut!